So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wir haben auf die Vögel gewartet, wie versprochen, da sind sie schon und ab geht's. Das sind jetzt da 6 Stück. Schauen wir, dass wir die so schnell wie möglich da wegkriegen. Vorsicht! Ja, so viel halten die nicht aus, Gott sei Dank. Ja, das Problem ist, dass nur einer schießen kann und das ist halt er. Das könnte ein bisschen länger dauern da jetzt. Gehen wir mal auf den da nur los, damit einmal einer weg ist da. Sehr gut, der ist schon mal weg. Sind es nur noch 5 Vögel, Gott sei Dank. So, natürlich machen die mich fertig da. Du kannst gleich mal schießen, bis ich mich da auflade. Das dauert eh nicht so lange. Und geht schon. So, da haben wir auch einen Warp-Punkt. Das ist auch gut. Ja, ich treffe die halt nicht. Das ist halt das Problem. Ah, das ist scheiße. Also, ich weiß nicht wirklich die Strategie, wie man fliegende Viecher vom Himmel unterholt. Ich habe keine Ahnung. So treffen tue ich sie ja auch nicht. Er schlagt zwar hin, aber es bringt sich nicht wirklich was. Das Einzige, was wir da machen können, ist halt, dass wir ihn verwenden. Er macht Gott sei Dank guten Schaden. Komm, steh auf und geht schon. Immer schön. Hat er getroffen? Ich hoffe. Einwandfrei, Pronto. Gerne wieder. Jetzt ist er am Boden. Jetzt da. Ah, verdammt. Ah, komm, lad dich auf, Pronto. Und geht schon. Ich treffe sie nicht. Ja, das ist eh klar, dass du das nicht triffst. Deswegen mag ich die Viecher ja auch nicht. Nimm's mir nicht übel. Schluss mit uns. Das bringt sich nichts. Also schaut's, ich komme zwar hin und dann dreht er gleich wieder ab, der Vogel. Aber jetzt, komm, Pronto. Schieß ihn runter vom Himmel. Sehr nice. Ja, und klar. Und er tut wieder den anderen anvisieren. Die Logik muss man mal auch erklären. Komm, steh auf, Noctis. Nimm doch halt noch einen Heiltrank. Jetzt da! Ah, jetzt hat er wieder den Falschen anvisiert. Wurscht, komm, schieß! Immer schön! Ich hoffe, dass er getroffen hat. So, der zweite ist down. Kann man die nicht irgendwie paralysieren oder irgend sowas? Das. Wow, wirklich. Geht schon, Prompto. Jawohl. So, sind nur noch 3 da. Komm, ihr Topsies, Alter. Der ist auch gleich weg. Sehr gut. Nur noch 2. Pass besser auf noch. Und geht schon, Pronto. Bitte trifft, bitte. Sehr gut. Ich habe jetzt nichts machen können. Komischerweise, okay. Ja, das scheint auch nicht die richtige Waffe zu sein. Das ist die richtige Waffe.
Komm, er liegt am Boden. Jawohl, sehr gut. Jetzt haben wir ihn dreimal getroffen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, fast, fast, fast. Läuft. Sehr gut. So, der letzte. Immer schön drauf, immer schön drauf. Komm, 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 komm. Ja, das wäre deine große Chance gewesen, Gladio. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. 53.000 haben wir gemacht. Das ist sehr gut. Hey, Nacht, über dir. Also insgesamt. Augen auf. So, wo? Über mir. Genau, da. Na, dann kommt's mal runter. Den machen wir natürlich gleich mit. Macht's euch bereit, Burschen. Alles ist cool. Kann man da reinspringen? Ist das lästig? Na, da springt man durch. Schade. Ich bin in Topform. Ich bin in Topform. Schaut euch das an, wie er da durchgeht. Das ist urgeil. Geile Sache, geile Sache. So, 53.446. So, dann war's das eigentlich. Wir sind fertig. Wir haben auch das da gemacht. Und die drei Quests gehen wir jetzt ab, plus die auch noch. Allerdings machen wir das anders. Karte bitte. Ach Gott, ich kann nicht zum Regalia zurückreisen, weil das zu weit weg ist. Moment, ich hol meinen Chocobo. Also dann? Alles cool. Da können wir jetzt einfach durchrennen. Und haben wir das auch wieder. Das ist super. Viele Erfahrungspunkte wieder gesammelt und das mal zwei. Das heißt, wir kommen wieder über 100.000. Feinde! Danke! Wo? Danke! Bleib mal da kurz. Nur kurz. Das wird nicht lange dauern. Außer die lassen sich dann noch mehr Zeit. Oh ja, die sind eh schon unten. Komm, komm, komm. Visier sie an. Und ab geht's. Ja, wir müssen irgendwo bessere Assassinen, also bessere Dolche herkriegen für das. Also der Schaden ist schon gut, er ist auch schnell und er staggert sie. Und der letzte noch. Komm, 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 komm. Das war einfach. So, bleib da stehen, Geist, ich komm zu dir. Ich komm zu dir, bleibst du stehen? Ja, du wirst dich schon freuen, dass das Herrchen wiederkommt, gell? Ja, bist ein braver Vogel. Los, Kleiner. So, auf die Loot-Gegenstände pfeife ich jetzt einmal. Ich kann so und so nichts damit anfangen. Momentan sind wir schon überpowered. Es gibt aber noch irgendwo eine Ortschaft, wo wir noch Jägermissionen haben. Wo die allerdings sind, weiß ich nicht. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Und ich glaube auch, dass wir noch lange nicht fertig sind mit den Nebenmissionen. Ich glaube, dieser Typ da mit den Fotos, ich nenne ihn ja gerne Gronkh, wird wahrscheinlich noch ein paar Aufgaben für uns haben, das schätze ich einmal. So, das geben wir mal ab. Oh, nicht schlecht. Ja, fast 10.000 Gil hat er uns gegeben, das ist gut.
Habt ihr vielleicht Hunger? Na, Hunger habe ich nicht. So, da müssen wir Stufe 6 sein, okay. Vielleicht sollte ich mal ein paar Infos machen. So, tanken könnten wir eigentlich jetzt einmal. Ja, falls es kommt. Da war es jetzt gerade. Na, das taugt dem Prinzen überhaupt nicht. Ja, passt schon. Komm runter. So, und jetzt fahren wir zurück nach Listalum. Und geben die drei Quests ab. Da machen wir natürlich wieder eine Schnellreise hin. Damit wir nicht so lange warten müssen. Na komm. So viel zum Thema nicht lange warten müssen. Ist schon wieder Nacht? Das kann ja nicht sein, ich habe jetzt gerade gewartet. Die Schlacht kann ja nicht so lange jetzt dauert haben. Na komm, lad. Wenn's geht, heut noch. Hallo? Mein liebes Spiel? Spielchen, Spielchen in der PlayStation. Lade schneller. Das Ding ist schon langsam, oder? Das ist, glaube ich, nur eine Minute laden oder sowas, wenn nicht sogar mehr. Wir sind da. Ach, endlich! So. Dann gehen wir mal rauf. Zu den Typen da unten gehen wir erst später. Schauen wir mal, ob... Wir gehen da links und dann rechts. Genau, da kommen wir ja wieder zum... Wie heißt's? Zum Hotel da nach hinten. Da, schau, der tanzt. Yeah. Move your body, everybody. So. Nicht so viel Zeit vertrödeln, Herzfehler. Da könnten wir auch mal aufräumen, oder? Beweg dich, Nockt. Bring mir ihm die scheiß Wurzeln. Mal schauen, ob er dann noch eine Aufgabe für uns hat. Geht's weg da. Was tät ich nur ohne euch? Vielen Dank. Wenn euch danach ist, dürft ihr beim Ernten ruhig auch mal was naschen. Okay, das war's bei dem Typen auch. 3000 Erfahrungspunkte kriegen wir dafür. Für das, dass wir ihn ohne irgendwelchen Widerstand Wurzeln gebracht haben. Ja, mir ist recht. So, du warst da hinten. Nur schnell überlegen. Beweg dich, Nockt. In diesen Städten kann man nur springen, nämlich wirklich, er bewegt sich dadurch weitaus schneller vorwärts. Reden wir nochmal kurz mit ihm. Willkommen. Möchtet ihr was trinken? Na, trinken möchte ich nichts. Ihr würdet uns bei der Jagd helfen? Ja, haben wir ja schon alles gemacht. Könnten wir zwar wiederholen, aber wird sich nichts sehr viel bringen. Überhaupt durch das Geld, das wird dann viel weniger. So, und jetzt die Aufgabe abgeben. Wolltest du das hier? Besten Dank, weiß ich zu schätzen. Okay, das war's bei den Typen auch anscheinend. Jetzt kriegen wir da auch noch 4000 Erfahrungspunkte dazu. Geil! Und wir täten Rabatt jetzt kriegen, allerdings gibt's da nicht wirklich was. Was wir brauchen würden. Na. Man sieht sich. Finde ich schade, dass die nicht was Neues dazukriegen. Wenn man Stufen steigt oder sonstiges. Okay. Erwartet. Jetzt bin ich falsch gegangen. Jetzt müssen wir noch runter zu den Fotoknipser à la Kronk. Mach ganz schön viel Werbung für den Typen.
Aber er ist auch der beste Let's Player, finde ich, den es gibt. So, grüner Daumen. Toll. Interessiert keinen. So, nicht Karte. Aufgaben bitte. Duell der Giganten. Schauen wir mal an, was er für Fotos gemacht hat. Zwei wollte er, ja. Und die zwei bringen wir ihm natürlich auch. Schwuppdiwupp. Na dann reden wir mal mit ihm. Schau, der grüßt mich. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns. Hey, das war doch gerade der Typ, mit dem ich da oben geredet habe. Wie bist denn du da runtergekommen? Naja, mir ist wurscht. So. Willkommen zurück. Habt ihr ein paar tolle Fotos für mich? Reichen die hier aus? Na dann schauen wir mal. Wahnsinnsfoto? Wirklich? Unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, sehr gut getroffen. Ein Glück, mir fällt ein Stein vom Herzen. Um ehrlich zu sein, ist diese Sonderausgabe eine Art Alleingang von mir. Wenn ich dann mit schlechten Bildern komme, stehe ich doof vor meinen Mitarbeitern da. Hast du in der Firma eine Menge zu sagen? Ja, ich bin der Direktor. Was? Vorstandsführender Direktor von Meteor Media. Sieht man mir das nicht an? Nee. Du bist aber direkt. Aber lasst euch von meiner Position nicht einschüchtern und helft mir schön weiter. Ich möchte das Geld sehen, bitte. Wie viel Geld hast du mir? 10.000 Gil für zwei hässliche Fotos. Okay, und er ist auch der Einzige, der jetzt noch was hat? Hey, mein rasender Reporter, hab Arbeit für euch. Wie sieht's aus? Klar, machen wir. Auch diesmal brauche ich wieder Fotos für meine Sonderausgabe. Und zwar geht es um das Königsgrab, das im Trümmerheim verborgen sein soll. Ich dachte, es geht um Götter. Wie? Ist dir etwa neu, dass das Luzische Königshaus mit den Göttern und Legenden verwoben ist? Ist ein ziemlich gefährlicher Ort. Packt ihr das? Ja. Kein Freund von vielen Worten, was? Jedenfalls brauche ich auch ein Foto vom Tor dort. Das wird toller Stoff für einen Bericht über das Vermächtnis der Luzischen Könige. Willst du das nicht vorher alles einmal schreiben? Und einmal rausbringen? Na, mir ist eh wurscht. So, eine Aufgabe haben wir gekriegt. Wieder Fotos machen. Schauen wir ganz kurz, liest Tal um. Nein, das war's wirklich. Er ist der Einzige, der jetzt dann noch irgendwas hat für uns. Und die Mission können wir auch noch machen, na sicher. Darf man von Gräbern Fotos machen? Warum nicht? Man darf von allen Fotos machen. So, Aufgabenziele. Wie weit ist das weg? Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Wie weit ist denn das weg? 3 Kilometer. Ich könnte rein theoretisch eine Schnellreise hierher machen. Da ist ja nichts in der weiteren Umgebung. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise hierhin. Ah, wie heißt denn die Ortschaft da? Ortschaft Kates Raststätte, irgendwie sowas. Ignis! Halt mal ganz kurz an, wir machen da unten. Also wir machen da eine Schnellreise runter, bevor ich da 3 Kilometer fahre mit euch. Bewegung. So, wie hat die geheißen? Boah. Karte? Genau, das war die. Für 10 Gil gleich mal dorthin fahren. Ich glaube, das geht schneller, auch wenn der Lade... Alter, na, jetzt muss er wieder so lang laden. Da sieht man jetzt wieder unten den Ladebalken. Auf jeden Fall will er Fotos von unserem Königsgrab. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal da waren. Wenn dem nicht so ist, haben wir dann gleich auch eine neue Königswaffe. Foto ist gleich Königswaffe.
Na komm, lad schneller jetzt. Du kleiner Mausibär, du. Hallo? Es dauert immer so lang. Also die Ladebildschirme sind echt... Bäh. Aber ich glaube, der ärgste Ladebildschirm bei der PlayStation 4 ist, glaube ich, noch immer Bloodborne. Ich glaube, da dauert einmal laden 2 Minuten oder irgend sowas. So, wenn wir schon mal da sind, schauen wir da ganz kurz rein ins Krähennest. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das jetzt alles war. Willkommen. Servus, grüß dich. So, zeig einmal an. Was darf's heute sein? Okay, da bringt man sogar neue Gegenstände da auf die Karte. Das ist auch gut. Damit ist Spaß gemacht. Jo, da ist es. Da ist es. Na bitte. Das machen wir auch gleich. Das müssen wir uns merken. Oder wir... Na, ich glaube, ich ziehe das sogar vor. Haltet die Ohren steif. Der Kinderschreck. Okay. Und nur nachts. Genau. Deswegen tue ich das jetzt vorziehen. Das ist 44. Ich glaube, wir sind 49. Das sollten wir eigentlich schaffen. So, gleich mal da rein. Automatisches Fahren. Nein, nicht Karte. Aufgabenziele. Jo. Dann machen wir gleich noch eine Schnellreise hin. Die 3 Nebenquests werden wir jetzt auch noch machen. Ah, ich bin so glücklich, dass ich das alles noch so finde. Gott sei Dank bin ich jetzt zu dieser Ortschaft gereist. Aber ich glaube im nächsten Part, also wir haben jetzt schon wieder 22 Minuten. Ach, Licht, da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja, bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Okay, das ist ziemlich weit weg. Gehen wir irgendwo rein? Nein, wir gehen nirgendwo rein, wir holen uns jetzt die Typen da hinten. Und dann machen wir wieder Part Ende. Wir haben zwar nicht so viel erlebt jetzt, aber trotzdem. Das gehört halt dazu, zu dem Spiel. Was soll man tun? Also dann? Die Fotos machen wir später. Ein anderes Mal. Mir sind diese Jagdaufträge weitaus wichtiger. Kriegen wir schöne Erfahrungspunkte, das ist ja leiwand. Beweg dich, Chocobo, beweg dich. Gleich sind wir da. Na, die lassen wir jetzt da. Kann ich jetzt irgendwann einmal links abbiegen? Ach Gott, wieso stellt man da die Mauer hin? Welcher ist das? Danke. Das ist der Mini-Boss, okay. Den machen wir natürlich auch gleich. Pass besser auf, noch. Der bringt uns zwar nicht viel mehr Erfahrung, aber trotzdem. Es ist besser als nichts. Und der ist auch schnell gemacht. Verschwinde! So, geht schon, Prompto. Schieß mal auf den Typen. Siehst ihn ja, glaube ich, allein nur mit der Waffe dann ein Viertel schon ab. Ja, 700 Erfahrungspunkte, ja, warum nicht? So, und die Typen sollten gleich mal da unten sein. Was sind denn das für Viecher überhaupt? Habe ich gegen sowas schon mal gekämpft? Da oben? Oh, das sind 8 Stück, sehe ich gerade. 8 Stück sind das. Naja. Wir werden schon irgendwie backen, oder? Sonst wäre ja nicht der Herzfehler. So, entspann dich ganz kurz und ab geht's. Okay, das ist mal nicht die korrekte Waffe, das ist die korrekte Waffe. Und geht schon, Prompto, schieß mal gleich drauf. Also dann. Das sind schon mal 3 in einer Schussbahn, das könnt schon mal hinhauen. Ja, 2 hast getroffen, sehr gut.
So, die vergiften diese Scheißviecher, okay. Das ist gut zu wissen. Was mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert, weil da sieht man sogar das Gesicht. Na komm, stehst halt noch auf. So, fetz mal da rein, bitte. Ja, mehr als dass ich drauf drücke, kann ich nicht. So, der ist gleich down. Ja, ich bin gleich down. Ignis, vorsichtig. Positiv. So, geht schon, Prompto. Da steht einer direkt vor dir. Jawohl, den hast du gleich mitgeschreddert. Sehr gut. Bist du denn deppert? Ja, da brauchen wir schon ein bisschen mehr wieder. Aber das ist auch für meine Stufe halt. Das Entscheidende hier. Es hat genau die... also die Quest hat halt die Stufe, die ich eigentlich haben sollte. Für mein Level halt. Aber es ist halt schwer. Es ist wirklich schwer. Viel zum Thema One-Shotten. So, schieß mal rein da. Noctis, sehr gut. Du hast dich gerade noch geheilt. Ach Gott, das kann's ja nicht sein. Der eine ist fast down. Wieso stirbt denn der nicht? Wieso geht denn da keiner los? Jetzt schießt er jetzt rein, Alter. Das sind 8 ver... Wow. Jetzt da. Einer weg. Endlich. Ja, ich hab drauf gedrückt wieder. Ja, ich hab diesmal nicht drauf gedrückt. So, noch einer weg. Ja, ich drücke. Okay, jetzt da. Sehr gut, noch einer weg. So, sind es nur noch 5. Geht schon, Prompto, schieß drauf. Vor dir steht auch einer. Nimm den gleich mit. Sehr gut. So, es werden weniger. Das ist schon mal gut. Ah, da hätte ich mal jetzt eine... Ah, ist ja wurscht. Und putz. Sehr gut. So, jetzt muss ich mein Elixier reinhauen. Das war vorher ein Fehler von mir. Geht schon noch? Alter. Das gibt's ja nicht. Ah, dir hätte ich ein Elixier geben sollen, aber ist ja wurscht. Passt schon. So. Sehr gut. Damage machen. Damage ausüben. Komm, komm, komm. Das kann ja nicht wahr sein. So. Elixier. Prompto. Habe ich schon wieder alle meine Heiltränke? Tatsächlich, ich habe schon wieder alle meine Heiltränke verschwendet. Na gut, dann müssen wir auch noch einkaufen gehen. So, bitte könnt ihr jetzt den letzten da töten. So. Der Kinderschreck. 63.000 haben wir wieder. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Damit können wir leben. Okay, so, können wir zurück zum Regal hier? Jawohl, sehr gut. Dann nehmen wir gleich die nächste Aufgabe an. Aber die machen wir erst im nächsten Part. Jetzt reisen wir noch zurück. Oder ich lasse sie fahren, glaube ich. Vielleicht treffe ich dann noch einen Ritter. Aber das werde ich ohne euch machen. Wir sehen uns dann unten wieder im...
ja, in diesem Restaurant, in Grennest, in dieser Stadt. So, automatisches Fahren, obwohl... Ja, machen wir halt eine Schnellreise hin. Passt schon, pfeif drauf. Das sind eh nur 800 Meter, glaube ich. Von dem Standpunkt her. Aber das wären 7... Ja, es passt schon. Es wären zwar 700 Erfahrungspunkte gewesen, der mir der Ritter gegeben hätte, falls ich einen getroffen hätte. Das ist natürlich immer so die Frage. Die Frage der Lage. Das ist schon Part 60, fällt mir gerade auf. Ah. Über die 100 werde ich schon kommen, nehme ich einmal an, mit dem Spiel. So, der herrliche Ladebildschirm. Sehr gut. Umgeben von Zivilisation schläft es sich besser. Nichts gegen Übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. So, gehen wir es noch ab, nehmen wir die neue an. Willkommen im Krähennest. Auftrag erledigt, sehr gut. 8.890 Gil, 75.000 haben wir jetzt schon. Genau, einkaufen darf ich nicht vergessen. Darf's was zu essen? Na, zum Essen will ich nichts, danke. Ja, nehmen wir das einfach gleich an, oder? Unheimlich. Ah, das sind die Viecher. Puh. An das kann ich mich erinnern, das habe ich irgendwann einmal erzählt. Aber das werde ich euch im nächsten Part erzählen. Also dann, ich warte hier auf euch. Das wird jetzt hart. Das ist gut, dass wir das im nächsten Part machen. Da gibt es nicht mal ein Geschäft? Ernsthaft jetzt? Okay, dann halt nicht. So, ich werde jetzt da einfach irgendwo mal hinfahren, wo es ein Geschäft gibt. Da unten ist das. Ja, dann reise ich halt da runter. Nein, Karte bitte. Und zwar werde ich jetzt fahren, ich werde mir jetzt ein paar Heiltränke holen. Das werde ich aber ohne euch machen und wir sehen uns dann bei der Aufgabe zu Unheimlich. Das sind 3 Nekromanten und die haben es ordentlich in sich. Das heißt, ich werde ganz, ganz viel davon kaufen. Ich werde jetzt mein ganzes Geld wahrscheinlich raushauen. Die Quest habe ich nämlich mal gemacht, wie ich Stufe 35 war bei meiner Freundin. Und das sind diese Viecher, die uns versteinern können. Also bleibt dran auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Oh, ein Wildwechsel. Meine Güte, so viele von denen. Wo die wohl alle hinwollen? Wird ihnen am liebsten folgen und es herausfinden.